dem Terrassendach. Bedürfnis, Pyramide, gleich im Sockelfundament. Dach über dem Kopf kriegst du eben nicht geschenkt. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Wir erfüllen Franzi heute mal einen kleinen Traum und bauen hier ein Terrassendach hin. Grundkonstruktion ist sehr einfach. Ein paar Flöcke im Boden, einbetonieren und so. Wir haben nur ein paar Problemchen. Einmal die Wand hier, die muss hochgemauert werden, weil das auch ein Pfosten für die Balken werden soll. Dann haben wir hier vorne unsere Terrasse ein bisschen kurz angelegt, kann man hier sehen. Sagen wir mal, hier sitzt ein Gast. Jetzt rückt er zurück, weil er sich eine frische Bratwurst holen will. Oder Unterhose. Hier wird es sehr schön visualisiert, können Sie hier sehen. Der Stuhl geht direkt mit ins Beet. Bedeutet, wir müssen hier alle Pflanzen rausnehmen. Und Franzi hat mir verboten, das mit dem Weidemann zu machen. Das wäre zu einfach, glaube ich. Ich darf den Garten nicht mehr kaputt fahren. Obwohl, das ist ja auch kein Kettenfahrzeug. Ich verstehe es nicht. Das hier ist meine Schubkarre mit Doppelbereifung. Diese Schubkarre hat den Vorteil, erstmal, dass die Reifen nicht kaputt gehen können, weil sie aus Vollstoffschaum sind. Und zweitens steht die von alleine. Und so kann man auch schwierigste Transportarbeiten alleine durchführen. Kann ich jedem empfehlen, der wenig Freunde hat. Zeig, was du bei der Kieser-Studie, die du niemals mitgemacht hast, gelernt hast. Jawoll! Ah, pure Muskelkraft. Oh, das geht nicht vorsichtig. Oh nein! Ich mache erstmal mit den anderen Sachen weiter. Hatte eh keinen Bock mehr auf die Aktion gerade. Fick dich, ey! Das wiegt 500 Kilo, das Scheißding! Ja, hervorragend. Mann, Alter, ich brauche durch den ganzen Garten so Kranschienen, dass ich das Ding einfach mit dem Controller überall hin einmal andocken, einen kleinen Haken dran, ab in die Wicken mit dem Ding. Einmal. Sei einmal ein Mann. Gehst halt morgen zu Jan, der renkt mich wieder ein. Eins, zwei. Also, pass auf, ich nehme erstmal den Staketenzaun da weg. Ist ja komplett auseinander hier, der Scheiß. Oh nee! Ja, Mann, ey, ja geil. Wie scheiße sind die Dinger denn? Guck mal, alles fliegt auseinander hier, alles. Überhaupt nicht behandelt, die Staketendinger sind der letzte Rotz. Guck mal hier, alles abgeklötert. Kostet ein Vermögen und gammelt sofort durch. Was glaubt die Natur eigentlich? Ich habe das bezahlt. Ich weiß doch überhaupt nicht, was da von eine Blume ist. Außerdem brauche ich eine Art Lexikon, wo ich sehen kann, ob das Flach- oder Tiefwurzler sind, damit ich weiß, wie ich meinen Spatenstich ansetzen muss. Eine Rose scheint ein Mittelwurzler zu sein. Oh nee, Tiefwurzler. Oh nee, du. Mit dem Weidemann wäre das ein Handgriff. Aus dem Cockpit mit Radio im Hintergrund. Da könnte ich schön das Werder Bremen-Spiel im Hintergrund hören. Den Tisch kriege ich nicht weg. Die Pflanzen kann ich nicht auswählen, welche richtig sind. Bevor ich das Projekt jetzt beende, fange ich lieber noch ein drittes an. Ein wichtiger Tipp, falls ihr noch nicht kennt, wenn ihr sowas habt, ne, dann zieht ihr das an jeder Ecke wieder raus. Ihr müsst hier so einen kleinen Knoten reinmachen. Eigentlich selbstverständlich, aber ich habe ziemlich lange dafür gebraucht. Reinstecken. Jetzt kann er halt nicht mehr raus, weißt du? Einfach rein oder was? Ich glaube, da gibt es auch so Regeln von wegen Wachstumsschub und so. Wenn du den falsch abschneidest, kommt der nicht mehr wieder. Viel zu weg! Nein? Ja? Na? Ich hab das hier versucht alleine abzutransportieren. Ja. Oha. Die hat einen Schlag weg, wa? Das ist ein Zinkspray, die ist wie neu. Durch ein Zinkspray. Kein Werkzeug. Heureka! Wer hat das nochmal gerufen? Ich glaube Archimedes hat Heureka gerufen, als er die Verdrängung in seiner Badewanne herausgefunden hat. Und damit quasi das Boot erfunden. Oh, ist die niedlich. Haut er auf das, wo er draufsteht? Ein bisschen schon. Bist du eigentlich wirklich vom Bau? Du bist so ein Landmaschinenmokel. Ja, und? Bist auch nicht vom Bau. Ich habe schon mega viel auf dem Bau gemacht. Aber ja, ich auch. Ich habe auch schon als Maurer gearbeitet, als Holzfäller, als Gärtner, als Teichbauer. Ich bin ungefähr so wie Benjamin Blümchen. Ja, sieht auch nicht gerade aus. Miss mal jetzt gleich den Abstand nach oben. Ja, Alter, der Strich ist auf jeden Fall gerade. Wenn hier irgendwas nicht gerade ist, ist das dein Haus. Meinst du das ernst? Ja. Klar, ja, ganz ernst. Hä, wieso? Das checkt doch jeder, Alter. Jetzt kommt hier ein Bändchen hin, was hier vorne in meinen Stab reingeht, damit wir einschätzen können, wo die Wand lang läuft. Deswegen übernehme ich hier die Führung, damit wir das heute auch irgendwie noch auf die Reihe kriegen. Osmar ist ein guter Mann, aber der kann halt eher mit Maschinen. Ich kann mit Menschen. Pflanzen und Beton. Schwabbel da mal nicht so rum da! Also, das gilt es jetzt aufzumauern. Das sind 2 Grad. Das ist unser Gefälle. Ja. 2 Grad können auf eine weite Distanz auch ordentlich was sein. Geil, das sieht aus wie ein richtig professioneller Bau hier mit so einer Schnur und alles, ey. Wir haben gerade was Neues gekauft, damit wir unsere Arbeit bestmöglich und mit bestem Gewissen erledigen können. Wie so ein Mafia-Geigenkoffer. Aber mit einer Dingerin rum drin, als alle was Gutes haben!
Der Demolition Hammer. Er war im Angebot. Es ist ein reiner Schnapper. Und Mieten kostet die Hälfte. Das ist genauso wie beim Haus. Demolition Hammer und Häuser sind exakt gleich. Mieten kostet, naja, ein bisschen weniger, aber es gehört dir nicht. Korrekt. Der setzt du. 16 Kilo pure Mannskraft. Ja, so ungefähr so wie du. Das ab, ey, diese Scheißarbeit. Wie so ein Specht, der gerade alles gibt, um seine Familie ein schönes Haus zu bauen. Finger ist taub. Jetzt kommt die Flex mit der Diamantscheibe. Sind doch keine Diamanten drin, oder? Diese Betonscheibe. Da ist Beton drin, oder? Diese kleinen Talerchen, das sind Diamanten. Echte Diamanten. Ein Blutdiamant, wie aus dem Film. Das werden die, wenn du da deinen Finger kurz mit dran hältst, dann reagiert das, ne? Da kommt der Begriff Blutdiamant. Für wie viel Geld würdest du den Finger abschneiden? Für kein Geld. Richtig. Gesundheit, du. Mensch. Alles Gute. Gesundheit, du. Gesundheit. Ich sehe aus wie so ein Mafianer, aber... Ich wollte sagen, ich sehe aus wie ein Marsianer. Hallo, Erdlinge? Gleich haben wir die Wandscheiße endlich fertig und dann geht's endlich in die Aufbauphase. Man muss ja sagen, ich liebe Holz, Metall etwas mehr und Beton mag ich gar nicht. Beton ist wie der Onkel. Wir essen nochmal die Onkel, die man bekommt zur Verleihung, dass man Christ ist. Partneronkel, den man nicht mag. Holz ist Oma, Metall ist Mama und Beton ist Pate. Hey, hey, hey! Was war das denn? Wenn man sitzen kann, sollte man sitzen. Fuck off. Scheiße, aua. Wir haben jetzt hier ein Loch. Da kommen Punktfundamente rein mit so Haarträgern, wo die Pfosten eingesetzt werden. Von diesen Punktfundamenten machen wir ein paar. Und zwar hier, hier, hier und eben hier. Jetzt komm da raus, Alter. Oh, fick dich weg. Hier ist auch so ein dicker Klumpen drin. Danke, Uli. Guten Morgen. Wir warten gerade auf Schocker, damit wir unsere neue Errungenschaft mit ihm zusammen testen können. Der Typ ist nämlich Supermaurer und wird uns helfen, beziehungsweise einmal ganz kurz erklären, wie zur Hölle wir die Mauer da hochkriegen. Moin. 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 Aha. Also die Betonsteine anschrägen. Drauf und macht erstmal voll, lass die Scheiße erstmal hart werden. Immer zwei Eisen rein, damit da ein bisschen Verbund reinkommt. Aha. Bei so einer Wand, Alter, da, wie ja, viel kannst du nicht verkacken. Ist egal, das wird hart und fertig. Ja, so. Hast du bis Anschlag reingerannt? Ja, Ding, sicher. Oh. Hey, hey, hey. Ja, alles hier, da muss ich alles nachverputzen. Ma. Fertig. Eieieiei. Kann der hinten ein bisschen mal unterfüttern? Ja. Mit sowas macht man das. Das fühlt sich irgendwie nach Fusch an. Guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Wenn da Beton drin ist, ist kein Fusch mehr. Genau. Das ist die richtige. Hier noch ein. So. Links muss noch gekeilt werden. Und dann am Ende immer halbieren, damit wir einen Versatz da drin haben. Mit sowas macht man das. Ich dachte, man müsste den ersten jetzt, der erste, habe ich immer gehört, müsste sauber stehen. Ja. So, wenn du hier aber noch länger dran rumfummelst, irgendwann jetzt ist er fest. Jetzt ist er fest. Dagegen kann ich nichts sagen. Das ist so. Ja. Gut, dann lasst den Mischer voll machen. Aber bevor ihr eure ganzen guten Sachen damit einsaut. Also, rein in die Estrichhose. Oh, aufgerissen. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als ich das mit der Hand gemacht habe? Dann merkst du richtig, da sackt noch ein Kilo ab. Sondern wie bei der Torte, wenn man die Sahne noch mal abstreichen will. Oh, Schocker wäre stolz. Damit die Suppe hier nicht rauslaufen kann, muss ein Schalungsbrett davor. Das müssen wir jetzt bei allen Steinen so machen, weil ich nur einen Eckstein habe. Damit diese zwei Gegenstände sich nie wieder voneinander trennen können, so wie ich und Franzi, werden Metallkeile in die Beziehung getrieben. So. Boah, Uwe, voll machen hier, Oswald, Vollgas. Mehr geht nicht. Eine kleine Lücke haben wir noch. Guck mal, haben wir schon richtig was geschafft. Mit einem Bleistift auf Beton? Na, das geht nur mit dem Gesellenstift 2.0. Schlitzi ist fertig hier vorne. Guck mal, sieht da brillant aus. Ein bisschen krumm, aber das kann man obenrum dann nochmal ausgleichen. Der Scheiß muss jetzt erstmal trocknen, weil das basiert ja alles auf dieser Struktur. Deswegen machen wir jetzt damit weiter. Und zwar mit den Punktfundamenten für unsere Haarträger, wo das ganze Konstrukt dann nachher draufsteht. Naja, ein Fundament ist fertig. Das ist ein Fundament? Ja. Mann, jetzt geht kaputt hier. Krieg meine Tüte hier nicht mehr drauf.
Ihr könnt für eure Fundamente bzw. für den Wandbau Maurer bzw. Putzmörtel benutzen oder Estrichbeton. Hauptsache, wie Schocker sagen würde, es wird hart. Ohne Markierung, dass ihr das jetzt noch weiß. Oh Mann, ey. Wir haben überall nicht gebuddelt. Das geht nicht. Ja, da geht das. Wieso nicht? Natürlich geht das hier. Machen wir den ein Stück weiter nach links. Können wir noch ein Stückchen anpassen. Ohne, was ist mit dir los? Ich sag immer, ein Bau ist ein organischer Prozess. Das sind aber die Abstände nicht mehr gleich. Ja, ey, 2 Zentimeter mehr oder weniger. Wir haben noch 3 verschiedene Schichten an Holz, um das auszugleichen. Pff, da kümmern wir uns ganz am Ende drum. So, ist das gut so? Ja. Nächster. Bisschen hier die Luft raustreten. Mann, ey, das nervt hier! Fuck you! Immer, du machst das zu schwer, Uwe. Geh mal. Oh nein! Du hast wie so ein ganz dicker Bauch oder so. Ja, weißt du, so eine Bauchfalte. So, Tag 3. Ich habe da jetzt noch ein paar Steinchen draufgesetzt. Die müssen wir jetzt gleich noch füllen. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal das Gefälle angucken. Diese Wand braucht Gefälle, damit der ganze Scheiß da runterrutscht und man das nicht ständig sauber machen muss. Hier liegt ja der Rehm auf, da wo wir diese Linie angezeichnet haben. Das ist die oberste Position. Was ist runtergefallen? Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unten landen. Dafür haue ich jetzt hier oben an der obersten Stelle einen kleinen Nagel rein. Da steht der Junge mit dem Tüdelband. Dann wäre das hier quasi der letzte Stein. Sehr gut. Also ich lasse die Schräge so. Man muss überlegen, wir brauchen ja ein bisschen Luft nach oben, weil der Wein an die Decke soll. Ne? Also das ganze Ding wird wie so ein kleiner Dschungel. Die Rebe darf nur so weit runter gucken, dass ich mit dem Mund die Traube abbeißen darf. Weiter nicht. Das ist jetzt exakt diese Höhe. Jetzt klatsche ich hier noch so einen kleinen Lümmel zwischen und dann wird das vollgepumpt. Damit wir nachher zum Verputzen auch ordentlich Grip haben, man sich hier immer so eine Lütsche handvoll. Fire in the hole! Bevor wir jetzt hier unseren Rähmen oder wie manche Leute sagen, Fette vormachen. Was? Was ist? Den haben wir auspinseln da. So, putzen wir hier ein bisschen aus. Jetzt haben wir natürlich hier eine offene Fassade. Offene Fassade ist gefährlich. Oh, genau wie die Leiter hier. Und dann kommt hier was Unglaubliches rein. Kiesel, Verkieselungskonzentrat, 1K. Das kommt aus dem Internet. Und das macht, dass da keine Flüssigkeit mehr rein kann. So, hier ordentlich schön, alles in Socken. Oh ne. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ja, ordentlich dick drauf. Das funktioniert. Das ist, damit die Feuchtigkeit da nicht reinziehen kann. Und es wird sogar so einen Appelleffekt geben. Es ist wie der Lotusblüteneffekt. Weil sonst nistet sich die Feuchtigkeit wie ein ungebetener Gast in dein Mauerwerk hinein. Und da bekommt man es so leicht nicht mehr heraus. Nun los! Super. Nein, ach, du misst doch gerade aus. Hier ist doch ein Kreuz oder was? Dann mal doch gar kein Kreuz, wenn du das doch nicht haben willst. Den hier oder was? Den. Ja, was habe ich denn gerade angefangen? Ja. Und du? Haben wir ein Problem. 5 Stück brauchen wir, ich habe jetzt schon 6. Super. Wo soll der denn sein? Auf welcher Seite ist der? Links oder rechts? Scheißegal. Nee, da habe ich jetzt ja ein Loch hingemacht. Ja, Mann. Halt auf der Seite. Trotzdem muss da ein hin. Da muss der nicht hin. Da liegt er doch auf, du legst ihn doch auf. Das hat mit dem Auflegen überhaupt nichts zu tun. Doch, hat das. Nein. Nur ein Vorschlag zur Güte. So, jetzt erstmal den Fuß hier reinzwicken. Ja. Ah, Uli. Ja, mach einfach. Wenn das jetzt, pass auf. Hör zu, ja. Hör zu. Was ist? Ja. Geh immer nur ganz langsam zurück, wie du gerade siehst. Ja. Die Säge sinkt aber bei der Vorwärtsbewegung. Wirklich? Ja. Oh ja. Zurück auch, aber nicht so gut. Ah. Was bist du denn? Wollen wir das eben vernünftig hinpacken? Uli, ich bin doch gleich durch. Ja, der Bock ist gleich im Arsch. Was machst du denn? Alter, du drückst wie Weltmeister, ne? Du drückst. Ich zieh, die Säge wird nur gezogen. Fixier das jetzt bitte mal ganz kurz, Uwe. Einmal richtig fixieren hier. Einmal, willst du, mach mal hier. Hier sehen. Boah, Uwe. Einen darfst du versemmeln. Ja, das geht nicht. Was ist hier verkehrt gelaufen? Muss der wirklich ganz dran? Ich finde, das sieht besser so aus. Ich sag mal so, anders geht das eh nicht mehr. Und der oben? Ist dann auch nicht ganz an der Wand. Dann machen wir ein paar Unterlegscheiben. Okay. Boah, sieht das geil aus. Das ist eine Terrasse nach meinem Geschmack.
aus Holz. So, kleine Planänderung. Unser Balken sollte ursprünglich ganz an die Wand, aber wir haben uns hier so ein bisschen, naja, ach, es passiert manchmal. Es ist auf jeden Fall jetzt ziemlich weit vorne. Deswegen kommen wir jetzt mittig, haben wir jetzt so eine kleine Lücke zwischen. Man muss sich aber überlegen, über die ganze Breite zieht sich das darüber und hält sich an jeder Ecke fest. Kann sich ja auch noch hier ein bisschen mit dem Haselnuss verquicken. Wichtig hier ist, wichtig hier ist jetzt einfach nur, dass wir den Balken nicht direkt unten auflegen. Kapillarwirkung. Flüssigkeit zieht hoch, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall zieht die dann direkt den Balken. Apropos Flüssigkeit, ich habe das Ding auch noch nicht gestrichen. Vielleicht lacke ich da nachher nochmal drüber. Jetzt will ich einfach erstmal, dass das Dach steht. Jetzt musst du halt noch drauf achten. Oh. Ey, pass mal auf, ich hole das Ding jetzt. Kann ich einen Helm haben? Du brauchst keinen Helm, du kannst jetzt von unten schrauben. Pass mal auf, eine gute Schraube, ne? Die dreht sich nämlich von alleine. So. Oh. Oh Gott, das knickt hier oben zusammen. Die Gelenke sind auf solche Lasten nicht ausgelegt. Hä, das hat 3 Euro gekostet bei Wish, da kann ich ja wohl einiges von erwarten. Oh, ich habe das Gefühl, das Ding ist kaputt. Oh nein, mein guter Eckenschrauber, den braucht man ständig. Das reklamiere ich in Asien. Hier spannen wir jetzt nochmal eine stramme Schnur, damit wir wissen, wo das Ding abfällt. Ne? Weil da vorne müssen wir jetzt auch gleich einen hinsetzen. Und der Eckpfeiler ist extrem wichtig. Das ganze Zeug muss ablaufen. Nächster Morgen, neues Glück. Nach dem Schlafen muss man sich, sollte man mit Kleidung schlafen, frische Klamotten anziehen. Und die Hose hier muss aus. Hoho, guten Morgen. Da mein Kumpel Ottmar noch nicht da ist, a.k.a. Oswald, a.k.a. Uli, a.k.a. Olaf, mache ich alles alleine. Oh, nein! Mindestens 1% Gefälle muss das Ding haben, damit das Wasser abläuft. Wir haben mehr. Ich für meinen Teil finde, Handarbeit ist ein Schimpfwort und gehört normalerweise als Attribut an die Jungs geheftet, die ein bisschen blöd sind. Denn wer mit der Hand arbeitet, hat nicht verstanden, dass man auch Technik das für sich machen lassen kann. Scheiße, ich komme nicht ganz durch. Scheiße, Mann. Ah, was für ein Kack. Jetzt muss der Balken da oben ausgeklinkt werden, damit er da richtig reinpasst. Entweder so oder wir probieren es mit dem Stechbeitel. Da ich keinen richtigen mehr habe, nehmen wir das Ding hier. Das muss aber ja auffliegen, sonst kippelt das alles. Ja, siehst du gleich. Oh, 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 oh. Während ihr auf eurem Sofa rumtrödelt, habe ich so Geschichten erschaffen wie das hier. Eine Augenmaßarbeit. Welche Richtung ist das denn? Das ist die falsche Richtung. Zurück! Zurück! Oh, der marschiert durch. Der marschiert durch hier. Das ist aber auch eine Konstruktion, wa? Für die Ewigkeit. Hier vorne haben wir ein kleines Problemchen. Da, Haselnuss kommt immer wieder, könnt ihr euch mal merken. Haselnuss ist wie Gefieder, er kommt gerne immer wieder. Hashtag Mauser. Da, hört man's? Henning ist durch den Nagel gefahren. Kleinere Leute können jetzt hier links viel leichter ran. So, lass mal den. Oh! Ups. Fachmännisch eingeschaltet hier die Geschichte. Das müssen wir schön dick anrühren, sonst plumpst uns das aus jeder Ritze wieder raus. Das ist schon ein Teufelszeug, ey. Wieso wird das eigentlich hart? Die Feuchtigkeit geht raus und danach wird es zu Stein. Wisst ihr, warum das hart wird? Ich hab was an der Wand. So voll einfach. Ich hab's gewusst. Das kann jeder. Es ist nichts. Es ist Männergemälde. Es ist die Mona Lisa des Rohbaus. Der verführerische Blick in dieser Sektion hier. Boah, richtig schön angedickt hier. Ich glaube, ich komme sogar in eine Flucht. Oh nee, du. Oh nee, du. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Jetzt hier nichts mehr anfassen. Den Rest kann man abschleifen. Und jedes kleine Loch kann man nachher noch mit ein bisschen Schmatzer dicht machen. Ey. Hallo Konstruktion, ich bin's, euer Chef. Jetzt müssen wir noch den Abstand der Lattung entscheiden. Das ist immer ein Mischmasch zwischen, wir wollen viel Sonne, also breiten Abstand, wir wollen aber auch, dass es hält, also kleinen Abstand, und wie lang ist mein eigentlicher Balken, weil es soll ja aufgehen, dass am Ende was ist und am Anfang was ist. Das alles im Kopf, multisubtradiert. Das sind die drei Sachen gemeinschaftlich hier oben in eins ausgeführt, wie ein Quantencomputer. Ich kann mehrere Operationen gleichzeitig ausführen. Da komme ich auf eine genaue Summe von 68, irgendwas. Es darf auf jeden Fall nicht größer als 80 sein, dann leidet die Stabilität. 120er Spacks, 3 Pfennig in Half. Ein von oben durch ist die Konstruktion fertig. Nein, nein! Oh. Sorry, Alter. Nein, nein, nein! Oh Mann, fuck, ey!
Oh Mann! Als ich kleiner war, war ich mal in so einem Kinderzirkus. Vagnanini hieß der. Der Vagnanini Wanderzirkus. Da kann ich so jonglieren und Einrad fahren, so ein Quatsch. Und bei unserer ersten Show bin ich bei der Seilnummer vom Seil geflogen und mit den Eiern halt so auf die Kanzel. Da musste unsere Zirkuslehrerin, Frau Schlingel, so hieß sie wirklich, musste mir jeden Tag meinen Sack eincremen für 2 Wochen. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier runtersegel. Und ich möchte nicht, dass Frau Schlingel nochmal wiederkommt. Weil er natürlich. Oh, Gott, ist. Oh nee. Ja. Mann, ey! Wahnsinnig, ey. Fertig! Lektion 212. Hierauf kommt jetzt ja diese transparente Plastikwelle, aber nicht einfach direkt aufs Holz. Hier auf das Dach knallt ja die Sonne drauf und dann kannst du einen Hitzestau geben zwischen dieser Platte und dem Holz, dann können diese Plastikwellen porös werden. Deswegen kann man hier so ein komisches Isolationsband draufkleben, das habe ich aber nicht, oder weiße Farbe. Das reflektiert die Sonne ja auch. In Licht sind alle Farben und wenn du da weiß drauf machst, werden alle Farben reflektiert. Und das wollen wir, das soll dann nämlich wieder rausgehen. Wisst ihr ja. Additive Farbmischung. Oder subtraktive? Nee, additiv. Subtraktiv ist was? Richtig, Print. Dafür nehme ich jetzt so einen Wetterschutz, so einen Holzlack. Was wir natürlich gar nicht wollen, ist, dass die Farbe hier über die Seite da. Das, ah nein, genau das. Oh nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen, dass unsere Aktion hier oben unsichtbar bleibt. Oh nee, du. Ich hab's versucht, aber diese ganzen Nasen lassen sich nicht so richtig verhindern. Sieht ein bisschen aus, als hätten wir eine Brieftaubenzucht. Und schon ist es Kunst. Meine Graffiti-Kumpels Kaspar, Bobby und Julian werden richtig stolz auf mich. Wenn Handwerk zur Kunst wird. Finn Kliman. So. Mittlerweile haben wir draußen nur noch 1 Grad. Bedeutet, ich kann viele Sachen nicht mehr fertig machen dieses Jahr, glaube ich. Wie zum Beispiel streichen, ich kann die restliche Wand nicht mehr zu Ende verputzen und so weiter. Nur, dass ihr mal ganz kurz einen kleinen Statusbericht habt. Ich baue an diesem Projekt jetzt ungefähr 3 Monate. Das, was ihr in den letzten 20 Minuten gesehen habt, sind zusammengeschnitten ungefähr 3 Monate. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit für Heimwerkerprojekte. Und deswegen sind wir mitten im Winter. Es ist kurz vor Weihnachten. Umso dringender muss der Scheiß jetzt fertig. Also Platten drauf, eben festschrauben. Regenrinne, Abfahrt. Hier läuft ja das Wasser durch. Das heißt, wenn wir hier verschrauben, dann machen wir ein Loch in die Stelle, wo das Wasser durchläuft. Das heißt, man muss da so kleine Plastikpylonen drunter schieben, damit man hier Druck ausüben kann, um es richtig zu fixieren. Die werden jetzt hier drunter geschoben. Sehen Sie? Jetzt, da kann es nicht mehr hinein. Oh Mann, jetzt ist doch, hör doch auf hier! Oh, das kann nicht wahr sein. Schon abgenudelt. Was ist das für ein Scheißding? Oh Mann, ich werd wahnsinnig. Bei der ersten verfickten Schraube, ey. Jetzt habe ich hier ein Loch drin. Ich werde bekloppt, ey. Es gibt natürlich das Problem, dass wir da hinten nicht mehr so richtig rankommen. Das heißt, ihr müsst euch einen treuen Gefährten suchen, der unten die Dinger reinschiebt und ihr schraubt von oben. Jede Bahn lasst ihr dann hier einen überlappen, siehst du hier, ne? So. Jede dritte oder vierte Lamelle machen wir so ein Ding rein. Und zwischen den einzelnen Dingern immer ein bisschen vorsichtig. Oh. Am Ende kommt so eine Art Windfeder hier ran, da kommt ein Brett vor. Dann können wir von oben nochmal reinschrauben und dann kann der Wind nicht mehr von unten drunter kommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier alle ein bisschen abschneiden. So, hier kommt die Feder vor, dass man das letzte Glied da so raufdrückt, weißt du? Wir schreiben das Ende des Jahres 2017. Ey, Leute, wird das Projekt Terrassendach vollendet. Und zwar mit einer Regenrinne. Ich hab eine neue Zinkpfanne gekauft. Da ist sie. Heute im Schnelldurchlauf. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ihr seid ja auch schon seit ein paar Minuten vom Computer. Es reicht langsam für uns alle. Ich habe hier so Haken, da kommt der Kram gleich rein und wird umgebogen. Schön ins Kernholz reinschrauben. Hierbei müssen wir ein bisschen darauf achten, dass es natürlich abläuft. Das ist das einzig Wichtige bei einer Regenrinne. Und jetzt klippen wir den Kram hier ein. Das läuft so. Es wird hier so über die Kante gepackt. Das müssen wir überall gleichzeitig machen. So. Und weil es hier immer nur so ein 3-Meter-Stücken gibt, muss man jetzt beide Teile miteinander verbinden. Das geht mit solchen Schellen hier. Dann wird er hier übergeschlagen. Schön mittig. Oh. Mann, ich habe auch nur eine Hand hier. Mann, ey. Oh, scheiß Gerödel hier. Geh zu, Mann. Mann, ey. Ey, es hält so nicht. Geh zu, du scheiß... Scheiße hier. So, und wenn die dann alle erfolgreich drin sind, dann macht ihr hier oben so einen Haken zu. Könnt ihr einfach mit der Hand biegen. Bevor wir das jetzt verbinden, muss da ja noch ein Loch rein, dass das Wasser auch ablaufen kann. Damit das nachher in unser schönes Weinfass reintröpfelt. Jetzt kommt hier so eine konische Pylone zum Einsatz. Die hakt man hier genauso unter wie das andere Ding auf, quasi so. Und normalerweise nimmt man sich jetzt so eine Metallschere und schneidet das aus, habe ich aber nicht, deswegen mache ich viele Löcher. Unser Vorteil hierbei ist, dass Wasser sehr dünn ist und sich da reinschlängeln wird. Nicht in Grad, nicht. Wenn wir eine hohe Fließgeschwindigkeit erreichen, dann werden die Blätter direkt geschreddert, wenn sie hier rüberlaufen. Und sollte doch mal was reinfallen, dann sind es nur Partikel. Versteht ihr?
Sehr schön haben wir das gemacht. Da kann er auch nicht weg und zumachen. Sollte das Wasser doch mal schaffen, an unserer Schreddermaschine vorbeizukommen, kommt am Ende noch so ein Deckel drauf. Und letzte Aufgabe, hier ein Rohr rüberführen. So, die soll da hin. Mäusebau. Die haben jetzt einen Wasserschaden. Hier unten läuft nämlich die alte Drainage. Hier, da ging das im Boden. Schutt immer schön da lassen, wo ihr ihn gefunden habt. Machen wir den Scheiß auch an der Wand fest. Heieiei. So. Okay, das eine Rohr ist auch ein bisschen zu lang, glaube ich. Hier, das Problem noch mal kurz beheben. So. Den Winter übersteht das. Schauen wir mal, ob wir genug Gefälle haben. Ja, hier kommt noch ein Deckel vor. Warte, es läuft doch noch. Ahu! Es funktioniert. Bestens. Bedürfnis, Pyramide, gleich im Sockelfundament. Dach über dem Kopf kriegst du eben nicht geschenkt. Wellblech hält nicht, Kunststoff für die Ewigkeit. Ich baue nur, was ewig bleibt, denn ich bin Chef von jedes Element. Jag Erde in die Luft und Feuer, Wasser brennt. Dann wäre da noch Stahl, verblick ich mit Talent. Der eins fehlt, das fünfte ist Zement. Lass den Winter kommen und den Sommer gehen. Durch das Dach im Himmel kann ich immer Sonne sehen. Lass den Winter kommen und den Sommer gehen. Durch das Dach im Himmel kann ich immer Sonne sehen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das Abschlussbild, was ihr gewohnt seid. Normalerweise ist es jetzt richtig geil. Es ist nur sehr kalt geworden. Wer das Video komplett gesehen hat, weiß, dass es einige Etappen gab. Es stehen noch ein paar Aufgaben aus, das weiß ich. Das kommt also alles nächstes Jahr. Jetzt ist aber Feierabend, denn wie ihr wisst, macht man sich Stress höchstens selber. Und ich habe jetzt auch Bock auf nicht mehr Heimwerkern und bei minus 10 Grad lieber da drin vorm Kamin zu sitzen. Also, ich wünsche euch ein unglaublich schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2018. Habt keine Angst, es wird immer Heimwerkerprojekte geben, so wie dieses hier. Es dauert jetzt noch ein bisschen länger, bis ich die Sachen fertig bekomme. Wer sonst noch Bock auf Videos hat, kann sich in der Zeit das Klimasland angucken oder sich schon mal bei odaso.cool anmelden. 2018 wird nämlich das Jahr der Musik und ich werde ein Album machen. Es gibt so viel zu tun für uns. Das war also, wie baut man ein Terrassendach unter beschwerten Bedingungen über 3 Monate bis in die Kälte hinaus. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Kliman bastelt. Oder so.